Alles? Wirklich alles, was wir haben, sind Geschichten, die uns irgendwann erzählt wurden. Nicht mehr. Was steckt da für ein Schmerz, Mama? Was ist so schlimm, dass du, dass ich, dass wir alle für immer darüber schweigen werden? Bach, Schubert, Beethoven. Ich wollte nach Deutschland und ich Vater hatte Glück. Vater war kein einfacher Wehrmachtssoldat, der in Russland geblieben war. Mein Lehrer in Berlin, SS-Arzt, der war wunderbar. Genau zu sein. Ich kann es nur schwer in Worte fassen. Ich brauchte Jahre, bis ich die Geige mochte. All die großartigen Binnenliste. Das war ein Lied von Fritz Kreisler. Vier in Frankreich geborenen ein Ton darin, der Kindern, mich viel mehr Französin als Vietnamesin. Und ich dachte, eigentlich ist das Instrument geil. Unter Tränen begann ich Alejandro zu erzählen, dass ich wie immer nach der Schule runter zum Strand bin. Il Sistema ist ein Musikprojekt, das der venezolanische Ökonom José Antonio Abreu in den 70er Jahren in Caracas aus der Taufe hob. Seine Idee, Kinder aus allen sozialen Schichten den Weg. Ich bin die älteste von vier in Frankreich geborenen weißt Kindern. Weißt du, Jero, viel mehr Französin als Vietnamesin. Dein Opa, also mein Vater, war der beste Vater der Welt. Sitzt in seinem Kasten? Mein Großvater war überzeugter Zionist. Also kein Japanisch. Weiter. Und du fingst an, auf Spanisch zu reden. Genau. Auf keinen Fall Trompete. Ricardo ziemlich durcheinander, aber du hast es versucht. Jetzt will ich unbedingt Miro. Mein großer Traum. Mein größter Traum. Die Treppe endet. Eine Glasplatte versperrt den Weg zum Wasser. Ich setze mich auf die Stufen. Vor mir das gläserne Meer. Die Musik kennt keine Nationalitäten, keine religiösen Bekenntnisse. Sie kennt noch nicht einmal die vielen menschlichen Mistigkeiten, mit denen jedes Orchester zu kämpfen hat. Die Musik, wenn sie gelingt, kennt nur die Metamorphose. Die Musiker verschmelzen zu einem Körper.